nebelig ist es. Moin oder was und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns im altbekannten Schlappenmobil und was man im Schlappenmobil so macht, das wisst ihr selber. Feuerwehr! Was ist das? Achso, das sind übrigens Heuler. Was? Alter Lachs! Die sind ja geflogen, die Viecher! Was zum Viecher? Was denn? Ey, auf einmal fliegen die! Da muss ich Kurzschutzmotor ansetzen! Digga! Warum sind eigentlich alle Fenster zu und alle Türen, ey? Alter, dann frisch los jetzt. Schmeiß an! Maria! Nein! Boah, Junge, ich hasse die Scheiße! Ein Vogel! Als nächstes haben wir einen Kanonenschlag, Alter. Die Tür wird geschlossen. Dann knallt das jetzt. Das freut die Tennisspieler hier auf den Tennisplätzen um uns herum auch wahrscheinlich tierisch. Mach mal da das Fenster zu, damit wir keine Anzeige wegen Lärmbelästigung kriegen. Richtig und wichtig. Alter Bärlachs. Oh, wie geil war das denn? Stimmung! Wenn ihr dachtet, dass der Vogel schon Glücksspiel war oder die Heuler, dann ist so ein Flashbang der absolute Oberwahnsinn. Was macht der? Was macht der? Wenn wir den abkriegen, sind wir am Arsch. Das ist jetzt ein bisschen wack. Oh, was war das? Das wäre saugefährlich geworden. Was macht der? Warum? Das ist so ein Ding, das schießt nur so eine Kugel raus und die explodiert dann. Digga, halt dir doch nicht auf mich drauf! Junge! Was ist das? Mach weg! Ah. Ja, sorry, Alter. Ja gut, dann hat das jetzt leider nicht laut genug geknallt. Zum Glück haben wir noch Funke-Pyrotechnik. Das macht immer richtig Krach. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Kauft euch das Zeug. Ja, ja, Kapusch, Alter. Oh! Leck! Oh! Jetzt hab ich wieder einen. Der piept im Ohr. Das ist aber so ein geiler Ton auch. Ein geiler Tinnitus. Nee, der ist so richtig dumpf, ey. Fuck. Linkes Ohr einmal auf Tinnitus. Digga, ich mag den Knall. So Funkeböller, die kann ich mir zum Einschlafen anhören. Das ist so geil. Das ist wohl wahr. Vorne Digga, wenn es brennt, ich liebe Feuer, ich mach das nicht aus. Doch, ehrlich, weil in dem Auto ist auch noch Benzin drin. Alles. Das ist ja noch viel geiler, Alter. Los, ey, Jungs, wirklich, Alter. Ihr wisst, wo der Ding steht. Ey, wo steht der nochmal? Irgendwo. Oh nein, Alter. Was ist damit jetzt? Steht der oder liegt der? Steht der, dann geht er raus! Der steht noch nicht! Junge, mach das! In die Art. Ich glaube, das brennt. Ja, da ist zu viel Rauch drin. Das wird erstickt. Ist das smart oder smart? Das ist verdammt smart. Das ist ein VW. Mein Gott. Das ist ja jetzt enttäuschend. Oh. Na gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Nummer jetzt hiermit zu beenden. Was ist das? So, also wir sitzen jetzt hier gemütlich in unserem Bus. Lassen es uns gut gehen. Wie man sieht, ist ja auch schon so ein bisschen Rauch drin. Ehrlich da, Leute. Maskenpflicht. Boah, Alter. Wie geil sieht das bitte aus gerade? Ich doch nicht. Was trittst du mich, Alter? Bist du behindert? Oh, der brennt in den Augen, ey, Alter. Aber keiner geht raus. Stimmung! Nebelig ist es. Stimmung! Ich bin ehrlich, vor allem hier vorne. Als der Tennisspieler und Volleyballspieler, die das Ganze professionell hier machen wollen. Und dann hast du daneben das. Boah, Digga, ihr habt dazu eingeatmet. Der vor allem, der tritt mich in den Bus. Ich sitze auf dem Stuhl, aber man kommt der von hinten und tritt mich da runter. Ich dachte, der will raus und was macht der? Der setzt sich einfach nur auf meinen Platz. Du wolltest einfach nur den Platz. Ja. Wir können mittlerweile wieder gut sehen und auch ein bisschen besser riechen. Und ihr habt es gesehen, wir saßen hier in dem legendären alten Schlappenmobil. Unser absolut, ja, bester Freund bis vor einem Jahr ungefähr, wo er uns hinübergegangen ist. Aber seitdem ist er auch noch immer in guter Benutzung, wie ihr eventuell in der Innenausstattung sehen könnt. Guckt es euch an. Ja, vergammelt. An der Decke mit Einschusslöchern. Ja, die Windschutzscheibe schön ruiniert, dreckig. Ja,
so gut es auch geht. Und wovon die ganzen Einschusslöcher etc. kommen, ja, ihr wisst, wo ihr die sehen könnt. Richtig, Stunt-Video 3 bald. Aber für alle Neuen hier auf dem Kanal, die die gute alte Schlappmobilzeit noch nicht so ganz miterlebt haben, kurzer Einspieler, was das Ding schon alles mitgemacht hat. Viel Spaß. So, das Ding vegetiert jetzt hier munter im Park rum und wir haben bisher auch leider nur vegetiert und noch nichts Produktives am heutigen Tag gemacht. Das soll sich jetzt aber nach langer, langer Baupause mal wieder ändern. Wir sind hier an unserem Parkourpark in Essen und bauen jetzt heute ein bisschen an unserem Vauxhall-Spot weiter. Ich persönlich habe überhaupt keinen Bock, aber zum Glück sind die Männers dabei, die mit Sicherheit tierisch Bock haben. Ich habe tierisch Bock. Ich habe animalisch Bock. Worum geht's? Sag mal, ich habe bärischen Bock. Ich habe bärischen Bock heute. Und damit rein ins Bauen, meine lieben Freunde. So, der tierische und animalische Bock ist den anzusehen. Der bärische, der ist tatsächlich da. Digga, das ist so geil. Halt echt. Oh. Das Ding ist umgeschlagen in die Eier, Alter. Richtig so. Wie macht man das schneller und besser? Ja, wir haben ja hier, ne? Papa hat ein Gerät mitgebracht. Sag doch, da kannst du dich mehr konzentrieren. Ja, kann ich nur konzentrieren. Ja, wir haben hier schön einen Abbruchhammer dabei. Kannst du dich auch schön. Kann dich mal ansetzen. Da ist er so. Holen Sie mal bitte Strom. Ich? Hol mal Strom. Nee. Nee, nee. Alter, ich krieg's alles ab hier. Ich auch. So eine Scheiße ist. Alter, nee. Ich mach mich dann jetzt auch mal zur Arbeit und hol Sonnencreme für die Männer. Hab mich ganz klassisch wieder mal in Schale geworfen. Der Gag wird nicht älter. Und das Geilste daran ist, dass keiner von uns einen Plan vom Bauen hat. Außer der Kandidat. Ja. Und der Kandidat auch so ein bisschen. Nichts habe ich. Okay, dann hat nur Ette einen Plan. Ette, was steht an? Und nochmal kurz zu veranschaulichen, wie lange wir schon nicht mehr hier waren. Das war mal ein Werkzeug. Bisschen her. Gut. Heute steht an, wir müssen die Arbeit von den verkackten Anzugträgern ein bisschen korrigieren. Da heißt, die ganzen Ecken hier wieder komplett abschmirgeln danach. Dafür habe ich so ein Gerätchen mitgebracht und Jasper zeige ich mal, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, Schutzbrille wird empfohlen. Augen zusammenkneifen ist die Schutzbrille des kleinen Mannes. Alter, was ist denn den Kopfschuss gegeben? Also, wie man sieht, wir sind Profis am Bau. Also wir haben ursprünglich eingeplant, dass wir für die ganzen Mauern hier eine Stunde oder vielleicht auch 6 Stunden brauchen. Jetzt muss ich nicht mehr so schreien. Aber mit diesem Gerät ist das ja der absolute Oberwahnsinn. Geht viel schneller, als wir erwartet haben. Stimmung! So, jetzt erstmal eine kurze Erklärung, warum wir das Ganze überhaupt jetzt wieder ein bisschen abreißen. Wenn ich den Stein jetzt mal hier wegnehme, seht ihr da drin überall Hohlräume und alles kompletter Quatsch. Also das ist viel zu viel Sand und zu wenig Zement, das heißt, das hält überhaupt nicht, ihr seht da alles bröckelig. Die Ränder sehen da komplett nach Müll aus und ja, wenn man da natürlich mit den Schuhen drüber läuft oder was auch immer, reibt sich das jedes Mal ab und ist halt absolut nicht geil. Parallel dazu werden Jasper und ich dann gucken, dass wir hier nochmal das letzte Plateau heute die Randsteine setzen. Das heißt, hier nochmal ein bisschen den ganzen Schmodder raus. Dann unten Beton rein und die Randsteine hier schön hochsetzen. Das Ganze geht hier einmal rum. Dann wird dieses komplette Plateau wieder mit dem Kies und dem Schotter gefüllt. Und danach werden wir auch dort dann plattieren. Ja gut, dann haben wir insgesamt 2 Minuten noch mit dem Bauen angefangen und dann passiert sowas hier. Blöd. Sowas nennt sich Regen, das gibt es ganz selten in Deutschland. Eigentlich haben wir davon nur einmal was im Jahr und das ist genau heute. Echt ärgerlich hier. Blöd gelaufen. Eh kein Bock. Und Jan ist ein richtig fetter Hurensohn, wollte ich noch erwähnt haben. Ja, 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 ja. Wir sind Esther, also Esther. Ich hab
Alter. Das ist so geisteskrank am Pissen. Guckt euch das an. Und da wirst du auch noch nass, wenn ihr draußen rumrennt. Das ist noch viel beschissener. Gehen wir mal kurz hier in Deckung. So, und was die nicht wissen, ist, dass ich abgehauen bin, um Feuerwerkskörper zu holen, um da jetzt richtig fett was in den Container reinzuschmeißen. Ich bin nämlich so ein Ding, das ist eine Kugelbombe. Die muss ich jetzt nur zünden und irgendwie in den Container befördern können, ohne dass die das mitkriegen. Ich hoffe, dass dabei keiner drauf geht. Tinnitus! Ich auch. Boah. War ein polnischer? Ladies and Gentlemen, das war eine Kugelbombe. Ich dachte, als Leuchte, da dachte ich, ah, okay, so eine Biene oder also irgendwas. Guck mal, wie eine Stresssituation aussieht. Wie so ein Kleinkind, Alter. Und das Problem ist, dass es immer noch regnet. Deswegen hat Jan sich jetzt freiwillig dazu bereit erklärt, sich im Terraban ins Gesicht klatschen zu lassen. Ich persönlich finde das obergeil, habe mir auch einen Schnäuzer dafür angelegt. Und mal gucken, was Jan dazu sagt. Wäre schon echt cool, so einen Schnäuzer zu haben, oder? Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe der Schnäuzer haben soll. Was ist das für eine Farbe? Blau. Blau? Gelb, oder? Genau. Gelb? Pink? Pink? Rot? Rot. Orange. Oder orange. So, jetzt aber genug Bartspirenzkeln gemacht. Jetzt gibt's einen ordentlichen Terrabandschlag ins Gesicht. Aber ein normales Terraband wäre natürlich zu einfach. Deswegen haben wir hier einen fetten Knoten reingebastelt. Der kriegt ja nicht volle Möhre ins Gesicht. Alter, ich hab so Bock, ne? Ich glaube, der Knoten macht das harmloser. Wenn wirklich das reine Gummi auf einen kommt, dann zieht das am meisten. Oh. Ja, das ist richtig geil, ey. Komm, ja, fällt jetzt zu. Ey, aber Ziel auf Stirn, ne? Ich glaub bei dir nicht, dass du auf Ziel... Warte. Mein Kopf hoch. Lass den Kopf nicht hängen. Alter. Ich bin dran, ey. Ja, ja. Bereit, Ette? Nein! Ja? Ja! 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 Oh. Alter, bist du ans Ende vom Container gegangen mit dem Ding? Immer noch auf dem Schwanz. Ja, warum nicht, oder? Ich meine, das müsste auch gehen. Oh nee, nein, Alter, das ist ja richtig scheiße. Nee, nee. Warte. Digga. Oh. Hey, voll auf die Eiche. Ja. Wer ist der Nächste? Hey. Nee. Das war nix, oh, da kriegst du da wirklich mit dem Panik zu tun. Oh, die Panik vorher ist das Schlimmste. Jasper, Junge, komm! Warte, ich stell mich da rein. Hey, hast mal eine neue Technik für das Ganze entwickelt. Zieh den Dinger über die Ohren. Oh, nee, Alter, okay, komm. Soll ich vielleicht auf den Container gehen und von da hochziehen? Ich will jetzt abrutschen, oder? Was? Viel zu heftig, Junge. Das ist voll geil. Du willst das so hochziehen? Nein, Alter. 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 Voll ins Gesicht, Junge. Weit? Ja. Zieh noch ein bisschen höher, glaube ich. Ja, okay. Oh, Junge! Ah, ja, Digga, ist es mir nass? Rutscht auch gleich jemand aus. Hier ist nass, ja, ein Dumme. Ah! Ich hab ihn in den Eiern. Ich hab ihn sofort voll an den Eiern. Genau, also wirklich komplett aufs Ei. Also ich habe wirklich Schmerzen bis in den Hals rein. Geht richtig hoch. Da bin ich jetzt dran. Besser wäre. Also die nächste Nummer geht auf meinen Nacken, ne? Wortwörtlich. Ja, oder zieh so runter. Oh, sorry. Lass das doch mal sein hier oben. Digga, ich mach gar nichts und steck am meisten ein gerade. 3, 2, 1, Schelle! Oh, alter Bär! Digga, geht auf den Nacken und dann umschließe ich hier einmal so komplett. Alter Bär, ey. Aber geil, also, du bist dran. Hab auch noch einen geilen. Also, einfach geil hier zu liegen. Bereit? Yeah. Ja? Ja? Oh. Alter. Bereit, Ette? Ja? Und Action! Oh. Alter, der war. Jo, also, aber Spaß war das irgendwie dann doch. Ab in den Bau, Knabe.
habe jetzt auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe mir nämlich ein römisches Licht und werde jetzt einfach mal die anderen ein bisschen damit überraschen und die mal ein bisschen auf Trab bringen. Ich meine, das ist ja eine Arbeitsmanier dann hier auch, was ja hier am Tag liegen hat. Das ist ja nicht Quatsch. Scheiße! Ah, da haben wir uns mal kurz aufgescheucht, die Audi-Viecher, ey. Mai, oh Mai, oh Mai, oh Mai, ey. Da sind sie auch ein bisschen in Schwung gekommen, dann hier auch im Endgang, ey. Ihr habt es gesehen, wir sind tierisch schwer am Schuften schon den ganzen Tag. Mal kurz Zeit für ein kleines Update. Ich bin quasi schon die ganze Zeit dabei, schön die Steine zu flexen. Also man muss auch mal festhalten, dass wir hier wirklich Glanzarbeit geleistet haben. Hier sind Kanten, Lücken und vor allem auch Unebenheiten drin. Das haben wir souverän gemeistert. Guckt euch da mal an. Hier seht ihr, da hat überall Lücken, hier Kanten. Dann noch mehr Kanten. Das ist meine Lieblingskante, die habe ich mir richtig viel Mio mitgegeben. Das sind lockeren Finger hier, das ist perfekt. Also anstellen sollte man mich nicht in dem Bauunternehmen. Und dann gucken wir mal, was die beiden Hangos hier drüben noch veranstalten. Alter, wir haben Glanzleistungen hier erbracht. Guckt euch diese wunderschönen Kantsteine an. Oder Randsteine oder was das ist. Wir haben ordentlich Meter gemacht dann auch, auf jeden Fall. Locker zwei. Vielleicht auch drei. Vielleicht auch das. Ja, wir haben hier die Schnüre gespannt, wie man sieht. Die Steine daran ausgerichtet, die sind alle in Waage und perfekt hier positioniert. Anders als so ein anderer Hangus hier vorne, ne? Aber gut. Weiter geht's mit irgendwas. Der Feierabend wurde eingeläutet, das heißt, es ist Zeit für den spaßigen Part des Tages. Und dafür haben wir den Fabian dabei. Den stecken wir jetzt in das Fass rein und schmeißen das Viech in den Hang runter. Hast du Bock? Ja. Ja, dann schmeiß ich Fabian in das Fass rein und wir schmeißen ihn in den Hang runter. Wie war? Geil. Voll das Rohr gegen das Rohr. Die Fässer sind jetzt übereinander gestülpt, weil eine größere Person da drin ist. Ich bin hier drin und ich habe die folgende Idee, die beiden zusammen zu pallern mit ein paar Spanngurten und dann hier als Doppelfass runter zu fliegen. Ob das klappt, steht noch in den Sternen. Jetzt gehst du erstmal flöten. Du schäbiger Schnell. Fick dich, Alter. Leider hast du dich noch halten können. Ja, ja. Da eine Runde? Nee, weißt du? Da wollte ich doch nicht hin, da sind doch überall Steine. Nee, unten. Die sind hier auf links. Aber da ist doch auch harter Boden unten, ja, oder nicht? Ja, gut. Ich wünsche viel Spaß. Dankeschön. 3, 2, 1, rein da. Digga, was hast du? Ich bin hier hoch und runter geknallt und am Ende kam harter Boden, wie ich es angekündigt habe. Ja, ja. Kann mir jetzt mal jemand hier rausholen? Ja, wir gehen jetzt eben was zu essen holen, weißt du? Ja, dann weck mich. Wer sich jetzt noch an den Anfang von dem Block erinnern kann, weiß auch, warum ich pechschwarz bin. Da war dezent Ruß in dem Fass. Wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Und danach gehen wir hin und dann wird ein bisschen was schnabuliert. Und hier ein Feuerchen nochmal gemacht, weil war noch nicht genug. Boah, ist das schön hier, immer. Und wisst ihr, was noch viel schöner ist? Das, was nächste Woche kommt. Hier schon mal ein kleiner Einspieler für euch. Boah! Ja! Das war so eine knappe Kiste, ne? Aber heute war auch ein Wahnsinnstag. Wir sind sogar wirklich ein Stück vorangekommen. Also Respekt da an uns auf jeden Fall. Ja, Mann. Und ich muss sagen, neben den ganzen Bauen fand ich die Stunts auch Wahnsinn. Die Rauchvergiftung am Anfang war Sport. Danach die Terrabänder in Nuss und Gesicht waren auch Wahnsinn. Damit den Fässern, also summa summarum, war alles perfekt. Und ich schmeiße nochmal rüber. Und für euch geht's dann heute mal auf ganz entspannte Basis, sehr idyllisch, rein in das Outro. Ja! Alter, das war ja komplett auf dem Rücken! Okay, er nimmt viel Anlauf, das muss krass sein und... Alter, das ist ja wohl eine Frechheit! Alter, Lack, Junge!
So eine geile Kiwi. Wenn ich euch vor einem Jahr gesagt hätte, dass mir jetzt eine Pandemie-Ausruf wurde, es ist wirklich der einzige innerhalb von nicht bestätigten Jasper!